Spürst du es, HD? Nur ein Moment trennt uns vom größten aller Schätze. Ich spüre nur heißen Wind in den Ohren, Captain. Komm schon, Mann. Wenn wir diesen Schatz finden, haben wir ausgesorgt. Allesamt. Zehnfach sogar. Wie du meinst. Ahoi, Roberts. Wir werfen Anker und sehen uns an Land. Du wurdest verfolgt, Captain Kenway. Die Frage ist nur, wie lange schon? Hornigold. Brennen soll dieser Verräter. Erledige deinen Freund lieber schnell, Captain, bevor ich mein Wohlwollen noch bereue. Captain, denk lieber noch mal nach, was du hier tun willst. Was? Du wieder zu nörgeln, Adi. Es ist Ben Hornigold, der uns Kiel holen will. Ei, der Verräter muss sterben. Doch was dann? Bist du wirklich überzeugt, du verdienst das Observatorium mehr als er und seine Templer? Nein, nicht ganz. Das muss ich auch gar nicht sein. Bloß, wenn dir was Besseres einfällt, um Gottes Willen, raus damit. Verabschiede dich von Roberts. Hol die Assassinen. Bring sie her und lass sie das Ding beschützen. Hi, ich bringe sie her. Wenn sie bereit sind, dafür etwas sprengen zu lassen? Auf, Geil! Nehmt Druck vom Baum! Es wird ein harter Kampf, wenn Hornigold uns tiefer in diesen Nebel hineinzieht. Wir nähern uns dem Rückgrat des Teufels. Du meinst die Klippen, die aussehen wie der Rücken eines Monsters? Nein. El Espinazo del Diablo in den Spaniersee. Ich komme wieder zurück. Captain ist außen Bord!
you. We'll get him, lad. Gut, noch ein Schlüsselstein. Ah!
Noch einer für die Sammlung.
Bastard, und ich weiß, wozu er fähig ist. Er ist hinter mir. So sicher, wie ich hier stehe. Auf Position! Und seid auf alles vorbereitet! Du hast mal einen Mann, der für etwas Wahres einstand. Nun hast du nur noch ein Mörderherz. Und all deine Fehler brachten dir nichts als Narben. Auf jeden Fall besser als deins, Ben. Das Herz eines Verräters, der glaubt, er sei besser als seine Männer. Ei, und es ist wahr. Was hast du getan seit Nassau-Fiel? Nicht mehr als morden und plündern. Du stehst mit denen im Bunde, die wir einst hassten. Nein! Diese Templer sind anders. Ich wünsch, du könntest das sehen. Doch wenn du deinen jetzigen Weg beibehältst, bist du bald der Letzte, der ihn noch geht. Und am Ende wartet der Galgen. Das mag sein. Doch nun gibt es eine Schlange weniger in der Welt. Und das ist mir genug.